Machen geht's weg. Ich glaube, das wird jetzt nicht lustig. Wenn ihr so Gräser habt momentan, dann könnt ihr die Gräser schneiden normalerweise Ende Herbst ab. Das habe ich auch gemacht, weil es zu hoch war, aber dass es im Winter nicht so scheiße aussieht, lasse ich immer ein Stück dran. Jetzt ist Frühjahr, gerade im Februar, Anfang März, könnt ihr alles komplett unten abschneiden, spätestens wenn ihr aber schon die ersten grünen Triebe seht. Deswegen, Muffin, geh weg. Deswegen auf jeden Fall unten jetzt komplett hier mit dieser elektrischen Heckenschere schneide ich es einfach unten komplett einmal ab. So. Jetzt geht's hoch. So, unten einfach ansetzen. Die Husqvarna Heckenschere hat natürlich einen Akku, das ist ganz geil. Heckenschere mit Kabel, Leute, vergisst es, da passiert immer was. Und das Besondere an ihr, sie hat eine Finne, so nennt man das hier. Das ist so eine Führungsschiene. Wenn ihr etwas schneidet, wie hier zum Beispiel, dann kämmt ihr alles auf die eine Seite. Glaub mir, ist ein absoluter Game Changer. Die kann man natürlich auch rausmachen, das ist gar kein Problem. Ich lasse sie dran und jetzt durchkämme ich es einfach. Das geht alles auf eine Seite. Und hier fällt nichts rein. Habt ihr gesehen? So einfach geht's. Zack, einfach abgeschnitten. Und jetzt wächst es wieder raus. Und wie gesagt, im späten Frühjahr ist hier wieder ein Buschdach. Die ganzen Beete sauber und als Gärtner muss man herzlos sein. Da denkt man sich, oh mein Gott, kann da was passieren? Seid einfach herzlos, man lernt ein bisschen draus. Ich tue jetzt alles, hier sieht man zum Beispiel neue Blüten, neue Knospen und alles, was alt ist. Und zwar schneide ich das, ich sehe ja hier, kommen schon neue, einfach weg. Muss ich eigentlich gerade, guck mal hier, den kann ich hier unten abschneiden. Zack, fällt unten, kommt da wieder was nach. Wirklich momentan ein bisschen herzlos sein und was ich euch definitiv empfehle, ist eine Felco Gartenschere. Also das ist die beste Gartenschere, die es gibt. Die bekommt ihr überall im Fachhandel. Ist ja etwas Geiles. Alle anderen Scheren sind wirklich nicht so wie diese Felco. Das ist wirklich handgemacht. Das ist hammermäßig. So, jetzt schneide ich die einfach ab. So, total herzlos. Wirklich kein Herz haben. Und absägeln. Das war es eigentlich schon. Und so mache ich jetzt alles sauber. Ein cooler Tipp noch für euch. Ich pflanze wirklich sehr, sehr oft Rosmarin. Erstens ist Rosmarin wirklich eine Pflanze, wo wenig braucht. Die wächst auch wunderschön. Rosmarin pflanze ich überall in die Beete rein, wegen den ätherischen Ölen. Weil diese Pflanzen sorgen dafür, dass die Schädlinge nicht in die Beete gehen. Rosmarin ist ganz cool. Eukalyptus ist ganz cool. Und die halten auch die ganzen Schädlinge, die ganzen Fliegen ab. Eine ganz geile Geschichte. Dann auch ein griechischer Thymian zum Beispiel. Der riecht so penetrant, natürlich für uns sehr, sehr schön. Okay, die Katzen haben gerade ein bisschen Streit, aber ist in Ordnung. Auf jeden Fall pflanzt diese Pflanzen wirklich überall hin, auch wenn ihr sie manchmal nicht braucht. Sie sind einfach nur schön und die helfen euch wirklich, Schädlinge zu beseitigen und dagegen anzugehen. Auf eine ganz natürliche Art und Weise. So, und ich habe nochmal gesagt, herzlos. Passt auf die Katze auf und einfach unten, da seht ihr auch schon den ersten Knospen, die kommen schon. Muffin, geh weg. Muffin, verschwinde jetzt. Einfach abschneiden, wirklich. Ganz, ganz cool. Ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt jedes Jahr nur lernen. Und es ist auch kein Meister vom Himmel gefallen. Und beim Gärtnern ist es wirklich so, man lernt jedes Jahr neu dazu, entwickelt sich und irgendwann wird man auch zum richtigen Pro. Das bin ich noch lange nicht, aber es macht richtig Spaß.